Na Freunde, was gibt's denn heute? Sehen die beiden Dinger nicht gut aus? Bleibt dran. Kleiner Rückblick für euch. Angefangen hat die Challenge oder erfunden hat sie der Heumann. Hier ist er im Bild. Kein Heinz Ketchup Sponsoring. Mal sehen, was er zu sagen hat. Ich behaupte, dass das mit Ketchup alles besser schmeckt. Klebekäsehimmel drauf, Ketchup drauf, Deckel drauf. Wunderschön, ha? Hm. Das war einmal so schlecht. Die zwei nominiere ich, der Heino und Barbecue. Und deshalb nominiere ich heute, ja. Der Heino ist ein Top-Kamerad, aber er holt immer weit aus. Also ich spule ein bisschen vor für euch, Freunde. Mal sehen, wer es wird. Gemüsemann schicken, damit er dir mal ordentlich eine in die Fresse haut. Oh nee. Und was macht der Gemüsemann hier wieder für einen Quatsch? Er pumpt sie mit Ketchup voll und freut sich. Naja. Ab in den Hals, mal sehen, ob es ihm schmeckt. Oh, wie es da runterschlingt. Oh Gott. Und so, ich soll da jetzt noch jemanden nominieren. Und da kommt nur einer in Frage. Johnny von der Grillshow. Ich nominiere Johnny. So Freunde, ihr habt ja gerade gesehen, was auf euch zukommt. Genau. Der Gemüsemann hat mich nominiert für die Heinz Challenge. Er hat einfach nur irgendeine Tomate gefüllt. Mit irgendwie Heinz. Wir werden nicht davon gesponsert, muss ich ja gleich sagen, hier, ne? Das soll ja ziemlich viel Zucker enthalten, ne? Aber das können wir toppen, Freunde. So, wie kriegen wir das Ding denn schmackhaft hier? Es ist eine Tomate. Eine verdammte Tomate. Wie könnten wir die schmackhaft kriegen? Kein Problem. Dafür nehme ich erstmal mein Brainstorming-Gadget raus. Den neuen Grillshow-Flaschenöffner. Ganz genau. 80er Jahre, genauso wie ich es mag. Ah, endlich mal ein Gadget. Was wirklich jeder gebrauchen kann, der diese Show hier guckt. Oh ja, probieren wir es aus. Brainstorming! Zwei lange Minuten später. Ich habe mich gebrainstormt. Ja, und das habe ich hier mitgebracht aus meinem Kühlschrank. Mal sehen, ob wir da was hinkriegen hier. Mozzarella, Würstchen, frische, Bacon, Tomato. Tja, dann machen wir auch mal die Currywurst-Tomate. Und den brauchen wir dafür. Den Indian Wrap. So, Bacon, eine Tomate, ein Messer. Das Grillshow-Messer gleitet durch wie durch Butter. So, einmal hier eine Runde. Innenleben rausfummeln, ja, dann nimmt man hier so einen Löffel und macht da so ein kleines Schälchen raus. Zwei Stück machen wir aber mal fertig. Würstchen schnappen, vorher schneiden, ausdrücken. Er hat nicht so super funktioniert, an der Seite aufschnippeln, aber geht auch so. So, und dann zack, Käse rein, ein bisschen Tomato-Ketchup rein. Oh yeah, und ein bisschen Jim Curry. Ja, Gewürz. So, jetzt rührt man das noch ein bisschen um. Und da hat man so eine Currywurst mit Käse, ne? Oh, so wird eine Füllung raus. So macht man Tomaten essbar. Man stopft sie mit schönem leckeren Fleisch und Käse voll. Und zack, da auch noch mal eine ordentliche Tüte rein. Ja, jetzt hat man nur eine Tomate gegessen. Jetzt muss man den Deckel noch drauf kriegen. Ah, und hier auch noch mal. Jetzt wird's Zeit für eine ganz besondere Zutat. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Ah ja, Bacon-Netzform hier quasi. Flechtomat 3000. Ganz genau. Und dann muss man dann quasi das über die Tomate drüber stülpen. Denn oben soll es ja hübsch aussehen und unten drückt man es zusammen, ein bisschen anheben und dann unten drunter mal den Ball fertig. Ja genau, würde ich sagen, das ist eine Tomate. So kann man sie essen, Freunde, so ist sie schmackhaft und auch gesund und nahrhaft. Ja,
Genau, ich empfehle 3-4 Tomaten davon zum Frühstück. So, cool Grill hier, Indirect Heat, linke Seite ist die Heat, da hinten seht ihr die Kohle. Deckel drauf, die rote halbe Kugel geht immer. Wow! Ja, wenn der Bacon cross und lecker ist, natürlich den Ketchup drüber lunsen. Wir wollen ihn noch ein bisschen mobben. Pinselomat 3000. Ja, hier auch nochmal. Sehr schön. Ja, hier so, ne? Bisschen da drauf wimsen. Currywurst, Pulver. Und dann Chips nehmen. Doppelfausten her. Zack. Und drüber bröseln, wenn es ein bisschen braun ist hier. So, kurz nochmal anbacken lassen. Und dann sind sie auch schon, Freunde. Wow, Currywurst-Tomaten. Heumann-Challenge. Mal sehen, ob der Heinz jetzt schmeckt. Und die Tomaten, ob ich sie schmackhaft gemacht habe. Schneiden wir es mal an. Oh, also wenn ich solche Tomaten im Laden finden würde, da würde ich öfter mal eine Tomate essen. Ja, ganz genau. Oh, das sieht ja richtig gesund aus. Aber auf jeden Fall lecker. Oh ja. Yeah. Versuchen wir mal das Gefährt mal abzubeißen hier. Endlich mal ein Tomätchen, was schmecken könnte. Jetzt ist es wenigstens gesund. Mit ordentlich Fett. Köstlich. Ich würde sagen, Freunde, das ist eine Vorspeise der Spitzenklasse. Na, ab in den Hals hier. Oh, die Füllung ist auch geil. Ist quasi eine Currywurst in der Tomate. Macht euch rein, Freunde. Wir sehen uns. Prost. Ja. Das war eine Tomate, die sich wirklich mal Tomate nennen kann, nämlich essbar. Genau, Mr. Freddy nominiere ich hier, Barbecue, Mr. Freddy. Und Barbecue aus Baden natürlich, mein Kollege hier. So, Boys and Girls, ihr seid dran, was geil ist mit dem Heinz zu zaubern. Ne? Es muss nicht eklig sein, ihr könnt auch sogar Früchte oder Tomaten essbar machen. Also, denkt euch was aus. Bis bald, Freunde. Zünden. Oh ja, Baby. Lasst den Daumen nach oben brennen. Boys and Girls, ballert euch rein. Ich hoffe, dieser kleine Lunser hat euch gefallen. Und freut euch aufs Wochenende. Denn da gibt's wieder einen großen Topf voll Glück. Bis bald, Freunde.